Herzlich willkommen, Leute, zu einer weiteren ruhigen Folge Golf with Your Friends mit Items und Kunran. Eine gut bewertete, relativ neue Map in Golf with Your Friends. Wie gut sie ist und wie gut sie ist eigentlich ausschlaggebend genug, ja, um das zu testen. Ich glaube, mehr als das gibt es nicht zu sagen. Das werden wir rausfinden. Und leider habe ich den Anfang verkackt. Kann ich jetzt noch mit einem Trickshot was reißen? Nein, ganz und gar nicht. Obwohl, ich liege trotzdem besser als davor. Ja. Also, ja. Da kann ich sehen. Ich dachte gerade echt oben, dass das mittlere Loch das wahrscheinlich beste ist. Aber nein, ist einfach das. Ich glaube, die waren alle. Wobei, da, ja, stimmt. Das erste war ja wohl das beste. Also. Ist das da vor uns direkt das Ziel? Das ist da rechts hier? Das. Oh, schade. Und ja, war es ein Hole-in-One. Ich muss einmal testen, was hier rechts ist. Es war ein Hole-in-One. Das ist ein Loch. Oh ja, das ist auch ein Ziel. Ja, die Map ist auf jeden Fall für eine neue Map ganz gut bewertet gewesen. Und deswegen konnte man sich die mal anschauen. Sie sah auch auf dem Screenshot ganz schön aus. Deswegen einfach mal hier ein kleines Ründchen gestartet. Und mal schauen, was wir so entdecken, ob es was Neues an Features gibt. Weil die Strecke war jetzt hier besonders einfach. Die erste war auch noch nicht schwer. Aber so ist das ja bei Minigolf. Kunran stellt sich hier sehr schwer. Eine sehr schwierige Bahn. Ja, Kunran macht sein eigenes Handicap, damit er dann am Ende auch Konkurrenz hat. Items führt, von daher noch nicht stimmen. Ich bin mehr als das ist ein 3,2. Doch nicht. Ich lieg genau da. Was hast du jetzt vor, Kunran? Was versuchst du? Ich werde versuchen, relativ leicht hier drüber zu rollen, nee, glaube ich. Ich habe volle Möhre gemacht, damit ich die Rampe hinten mitkriege. Das war meine Idee. Wo bin ich jetzt abgeprallt? Du bist vielleicht genau zwischen den beiden Map-Teilen aufgekommen. Wenn du die Kamera gerade auf dem Boden machst, siehst du die zweiten Map-Teile. Leider nicht mehr. Schöne Geschichte. Ich will die Babsi-Röhre nehmen. Und schaff's genau nicht. Habt ihr voll gemacht? Ja. Ja, ich glaube, ich habe Millimeter unter voll. Oh nein. Moment. Ich sehe euch doch. Ja, ich habe kein Hole in One. Kundran hat so einen. Ah ja. Naja, aber das. Mein. Jetzt. Das ist, weil ich zu weit außen war gerade. Soll ich was mal gucken? Ich nehme jetzt auch einfach nochmal den Weg. Warum nicht? Ja, du müsstest auch packen. Du läufst sogar perfekt. So wie du, genau. Ja, du hast auf jeden Fall einen Home. Na, ich werde den Schwung mitnehmen und rausrollen. Ja, genau das habe ich. Oh. Als ich es gesehen habe, habe ich genau gedacht, dass das passieren wird. Bitte. Du hast bei mir null Schläge dafür gebraucht, also easy. Kommt jetzt erst. Ja, ich würde sagen, da. Ne, genau, da hätte ich auch gesagt. Ja, hätte ich auch. Das kann man nicht. Doch schon, aber unser Winkel war kacke. Es gibt ein paar gute Stellen, potenzielle, die ich gerade gesehen habe. Das ist so eine gute Rutsche wäre da gewesen. Die wäre sogar wahrscheinlich die beste Idee gewesen. Das ganz. Oh, könnte zu festen jetzt. Ja, das Hole in One war das erste. Das erste Loch direkt links von uns gewesen. Obwohl, wird nicht mal ein Hole in One gewesen sein. Wie habe ich es geschafft, hier rauszufallen? Oh, kann ich mich irgendwie komplett resetten? Ich glaube nicht. Dann muss ich die Röhre so hoch. Ja, das hat funktioniert! Das hat nicht funktioniert. Aber doch, du musst in der Mitte halt fallen. Bist du wieder auf der Bahn oder nicht? Oh Gott, Alter, was machst du jetzt? Du hattest doch. Ah ja, voll! Dann hat das funktioniert, what? Ja! Das hätte ich verdient gehabt. Ich bin auf die Rückseite des Schlägers sozusagen geknallt. Also, und der hat mich genau in die richtige Richtung gebracht. Ja, einer uns riskiert nochmal. Er hat den Trick. Ja. Oh, Klassiker. Ja, aber. Moment. Ja. Ist es besser durchzugehen oder runterzufallen? Ich weiß es nicht. Und ich glaube, runterfallen ist nicht auf die richtige Seite. Na, wer? Also ich glaube, ich bin besser weggekommen. Ja. So knapp. Das ist ja nicht schlimm, ist ja ein Rundkurs an der Stelle. Die letzte Ecke war nicht nett zu dir. Schade. Ich habe quasi nichts gesehen gerade auf dem Weg, weil
diese komische Röhre, diese weiße, die ganze Zeit im Bild hatte. Ja. Sag, das ist kein Date. Der erste ist schlecht. Das hat man gesehen. Der erste spuckt einen aus, Mensch. Der zweite könnte nur... Fast ein Hole-in-One. Nur falsch abgeschlagen. Du musst warten, bis die Fläche oben ist, Kunran. Zack. Achso, ja, ist ja nicht synchron. Okay, gehen wir außen rum. Ich bin halt mit voller Möhre drüber, um da hinten gegen die Wand zu knallen. Da musst du aufpassen, okay. Wenn du da an der Seite rausfällst, fällst du aus der Bahn. Also hier, wenn du da zu Beginn... An der Stelle bin ich aus der Bahn gefallen, rechts an der Holzrutsche. Ich finde es lustig, dass er sich so, diese kleine Holzrutsche, die da ist, dass er sich die überhaupt die Mühe gemacht hat, die da hinzubauen, weil die nutzt ja theoretisch fast keiner. Also man könnte nach hinten. Ja, wird aber auch zwei Schläge brauchen. Also ich sehe keinen Grund, nach hinten zu schlagen. Das war, die Ecke ist eh keine Gerade. Also du prallst nicht direkt zurück. Du müsstest den Schwung der Rampe mitnehmen. Du müsstest ganz geradeaus durchschlagen, Kunran. Ja, okay. Um dann runter zu rollen. Oh, das war zu... nicht leicht. So, guck mal, da bin ich ja wieder. Da bin ich ja. Oh, was ist das für ein geiles, für eine Dekunuss? Oh Gott, nein! War das schlecht. Ich bin auf einer anderen Bahn. Ja, okay, das war dumm. Na, hä? Dahinter. Was? Bin ich auf der richtigen Bahn? Ich bin nicht zurückgesetzt. Das war das richtige Loch. Immer richtig. So. Wo bin ich denn hier gelandet? Ja, das ist die richtige Bahn, glaube ich. Nein, oder? Ich will aber bei Kunan auch die Nuss sehen. Nee, es ist nicht mal die richtige Bahn, aber dadurch, dass du auf einer Bahn gelandet bist, hat das wohl nicht resettet. Aber das Gerüst ist ganz cool. Also das ganze Konstrukt. Ich glaube, du musst jetzt da nehmen. Ich kann es nicht sagen. Deine Krabbe guckt da, dein Arsch der Krabbe. Ja, da hätte ich auch gesagt. Oh, wie kann man liegen bleiben? Das ist nicht steil genug. Sehr gut umspielt. Sehr gut umspielt. Ja, oder? Ja. Ja, das ist, glaube ich, nicht der richtige Ort, wo wir waren. Tut mir leid. Also haben wir gecheatet. Okay, volle Pulle muss ich machen, okay. Sehe ich ein. Ich hab's auch gesehen, Kunran. Mal gucken, ob ich hier auch liegen bleiben darf. Ja, darf man. Immer diese Cheater. Ja, ja. Adams, warte mal, ich will mir die richtige Bahn anschauen. Ja, Adams, genau, wir wollen. Schlag ja, mal den okay, richtigen. Danke. Okay, mach, Adams. Ich habe auch direkt gedacht, kann man da links hin. Oh, auch schön. Ist das eine Kanone? Ja, das hätte ich auch nur da durchgebracht, das Ding. Und jetzt musst du wahrscheinlich auf die Bahn da oben. Ja. Dann ja, aber dann muss man links danach das Teil treffen. Also muss ich so schlagen, oder? Das jetzt, nein, okay. Nee, du musst da einfach wirklich drauf liegen bleiben, glaube ich, ganz stupide. Oder die rechte. Okay. Also du musst wahrscheinlich eh nach da unten müssen, oder? Also da, dann mache ich nicht volle Pulle, sondern so. Ja, und jetzt bleibe ich mal liegen. Und jetzt muss da, ich da. Ist es rechts das Ding? Das Fass rechts. Aber dann müsst ihr ja einfach nur noch, weil das Fass bringt einen nach unten auf die Bahn. Ja, du musst dann leicht rüberschlagen über die Rampe, dass du hinter dem Fass runterfällst. Also nur die Rampe schaffen. Ja, und jetzt nicht rausfallen. Hätte ich jetzt auch gesagt. Und jetzt musst du wahrscheinlich an der Halfpipe da... Genau. Ja, und da ist es. Das war es auch schon, Items. Das hat er auch verdient. Ja, nicht schlecht. Na, Elf Strokes. Aber das Loch hat es ja schon gesehen. Ich hoffe, das zählt jetzt nicht. Das nur einmal pro... Damit ist Items natürlich letzter. Ja, ja aber warte mal, warum war Kunran auf einmal so weit hinten? Weil ich die Bahn davor nicht euer Cheaterloch. Oh. Cheaterloch, ey, das ist ja abwertend. So, das ist aber wahr. Ich nehme rechts. Ich nehme links. Ich glaube, links ist falsch. Oh ne, hi Kunran. Beides gleich gut. Ja, du hättest sogar wirklich wieder... Auf der Bahn kannst du ja überall abkürzen, theoretisch. Ich glaube, wenn du ganz gut gerade ausgeschlagen hättest, hättest du auch hier runterfallen können. So, wer hat jetzt Glück? Ja. Das ist cool. Also der doppelte Berg. Das sind in den meisten Fällen nicht die schwierigsten Bahnen, aber sie sind echt cool gemacht, muss ich sagen. Warum kann man hier rechts rein? Genau. So schwer war das nicht, Alex. Ich bin voll drüber geballert.
Schwuppdiwupp. Ist das Richtige? Ob es richtig ist? Also, es gehört auf jeden Fall zur Bahn. Fullspeed gemacht. Oh no! Aha, doch, doch, doch. Jetzt kommt ein Trick. Nein! Zu leicht geschlagen, von daher. Dalu wieder mit den Null. Genau, Dalu mit das Null. War ich der Letzte, das wird jetzt aktualisiert. Ja, ja, cheatet immer rein. Okay, also wenn man, oh, ist das, das, das ist richtig, richtig ärgerlich, dass ich jetzt nicht mehr mittig liege. Oh. Mhm. Ist auch okay, denke ich. Wie geil ist das denn? Das ist ja ein schöner Effekt. Keine schwere Bahn, theoretisch. Aber der Effekt ist ganz cool. Oh nein. Ich darf da nicht mit Vollbolzen rein. Nein, okay, dann danke für die Info. Es ist auch nicht so steil, wie es aussieht, aufgrund des, der Perspektive. Wieder zu schwach. Du darfst nicht Fullspeed machen, weil du fliegst sonst so weit drüber, aber du musst halt auch rauskommen. Es ist halt echt... bisschen schwierig ist es. Machen wir mal 3. Hey, 3 passt. 57, sehr schön. Ne? Ja. Shit. Ich hätte gerne den Weg oben irgendwo genommen. Ich hab's nicht geschafft, Alter. Sonst hätte ich... gewartet hätte ich. Nicht gut gelupft. Das ist unglaublich. Nein, da hinten ist eine Rampe! Das ist ja voll assi! Die Rampe dahinter. Das ist, da ist keine Rampe, das ist das Loch. Ich bin in die Rampe. Ja, ich auch. Komm wieder raus und dann ran. Ich dachte, wenn man zu stark schlägt, dann bringt die einen wieder nach oben, so zum Anfang. Das wäre nice. Wir haben hier keine. Ja, das, ja, genau. Die Winkel sind hier so komisch. Oh Gott, ja, viel zu stark. Aber du musst nach unten, glaube ich. Hätte auch vorgelegt, ja. Shit. In die Richtung wollte ich vorlegen. War da eine unsichtbare Wand? Oder? Nee, 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 ich wollte ja hier auf die Seite. Ich wollte dasselbe machen wie Idems. Okay, okay, okay. Ich lieg so kacke. Ich muss den normale Weg, die normale Weg. Okay, ich mach's safe. Holy shit. Okay, ja, das ist ja ganz beschissen. Wobei, es war hoffentlich einfach nur einmal im Kreis. Oh, ja, ja, es wäre so viel mehr wert gewesen, darunter zu fallen. Ja, definitiv. Leute, ich bin genau ins Loch gefallen danach. Also nicht irgendwie auf der Bahn aufgekommen, sondern halt... Ah, da ist natürlich so eine Rampe. Ich hatte einfach Fullspeed gemacht. Dachte mir, ja, ich glaube, das ist, da ist ja nicht mal eine, das ist nicht mal eine Schräge. Nee. Das heißt, ich hatte richtig Lack, dass ich da ins Loch gefallen... Ich dachte, ja, okay, ich das auch. Ist danach eh eine Schräge. Boing, 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 boing. War das jetzt gut, dass ich... Ah, das ist perfekt. Vielleicht. Nee. Echt? Ich bin in die... Wow. Die schlechteste... Oh, shit. Wie kommst du da wieder raus? Ja, du bist ganz zurück. Oh, nein. Das ist bitter. Weil wieder auch noch ein Loch ist. Wenn du Pech hast, fällst du da auch noch rein. Ja, jetzt weiter außenrum. Ja, da komme ich auch noch rum. Oh oh. Wie gewonnen, so zerronnen. Jawohl. Aber immerhin ist der drin. Sehr gut. Nein, das entscheidet jetzt sogar noch. Ist das ekelig? Oh, ja, okay, und jetzt RNG, sowas. Oder wie? Mal einfach mal. Ich bin rausgekommen irgendwo.
Ich nicht. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich glaube, ich bin. Ja. War richtig. Ich bin auch ziemlich gut da rausgekommen. Ja, und schenkt trotzdem noch einen. Aber ja, alle knapp beisammen, 60 Punkte circa. Ja, mal mehr, mal weniger. Wenn euch die Runde Golf with your friends gefallen hat, lasst ein Like da. Die Map heißt, weil das will ich euch noch zeigen, Workshop Castle of Golf Version 2 heißt sie. Wenn es euch gefallen hat, Like da lassen, schaut mal vorbei. Bis dann, macht's gut, ciao.